Eins links, eins rechts. Hier lernt Roboter Panda stricken. Unterrichtsort: ein Labor der Technischen Universität Berlin. Als die Frage aufkam, welche Dienste Panda für die Forschung leisten kann, entstand die Idee, soll er doch stricken lernen. Erstmal war das so eine Idee, die uns alle belustigt hat und erheitert hat. Aber als ich dann angefangen habe, darüber noch mal nachzudenken, dachte ich, wieso lachen wir darüber eigentlich? Vielleicht, weil Roboter die Zukunft symbolisieren, während Stricken traditionelles Handwerk ist. Außerdem entsprechen viele Roboter, die entwickelt werden, Rollenklischees. Je nachdem, ob sie für eine Arbeit gedacht sind, die als typisch männlich oder typisch weiblich gilt. Wir haben da eine ganz klare geschlechtliche Arbeitsteilung. Und es scheint mir so, als soll diese neue Technologie eingefügt werden in schon bestehende gesellschaftliche Ordnungsmuster. Ein starker Roboterarm, der strickt. Wenn wir uns an dieses Bild gewöhnen, brechen Rollenklischees auf, hoffen die Wissenschaftlerinnen. Wenn ich was von jemandem entgegennehme, dann mache ich doch vielleicht irgendwie so, oder? Also meine Hände sind normalerweise hier. Das ist ja anstrengend. Und sie sagen, wir müssen uns in Roboter reinversetzen, wenn die uns in Zukunft im Haushalt helfen sollen oder bei der Pflege. Wenn Roboter Panda irgendwann gut stricken kann, geht es nicht um Pullover oder Socken, sondern um das Verhältnis zwischen Mensch und Roboter. Es wird immer um die Kooperation gehen zwischen Mensch und Roboterarm bei uns. Und im Endeffekt wollen wir weder die Strickmaschine ersetzen noch eine effizient strickende Person, sondern wirklich herausfinden, was passiert an dieser Schnittstelle. Und das experimentell, nicht nur in theoretischen Diskussionen. Das Team kommt aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen, Soziologie, Informatik, Kulturwissenschaften. Die Erfahrungen aus den Unterrichtsstunden mit Roboter Panda fließen in einen Webblog ein. Strickstunde für Roboter. Ein ungewöhnliches Forschungsprojekt, das eine menschliche Zukunft mit Maschinen mitgestalten will.